Hallo zu einer neuen War Thunder News Recap Folge. In dieser Woche wurden vor allem neue Fahrzeuge vorgestellt und ich werde jetzt einfach mit dem Centurion Avre anfangen. Wie man schon sieht, er basiert auf dem Centurion Mark V, kommt also auf Tier 5 und als Premium-Variante. Ist also ein Premium-Fahrzeug. Vorne hat er noch so einen netten Räumschild, das kann auch mal ein bisschen helfen, Granaten abzufälschen. Und eben auch eine stärkere Kanone, wie man sieht. Weil vergleicht man das mit anderen Hash-Granaten auf diesem Battle Rating, kann man sagen, dass die ungefähr 5-mal stärker ist, weil die besitzt ungefähr 16 Kilogramm Sprengstoff in jedem Schuss. Das ist schon eine ordentliche Ansage und hat eben auch noch eine Reaktivpanzerung, ist also auch gegen andere Schüsse gut geschützt, ist halt etwas langsam, also von der Mobilität her verglichen mit den anderen Top-Panzern auf diesem BR, ist er ein bisschen benachteiligt. Aber er wird sicherlich ein sehr starker Panzer sein. Er hat halt eine 165mm Kanone, aber dadurch ist halt auch die Mündungsgeschwindigkeit ziemlich langsam. Aber das kann man natürlich auch wieder als Vorteil sehen. Man kann, wenn man gut ist, so ein bisschen über Hügel drüber schießen. Und das zweite Fahrzeug oder die nächsten zwei Fahrzeuge, die vorgestellt worden sind, ist der XM1C und XM1GM. Ist eigentlich der Vorfahrer von dem Abrams, vom M1 Abrams, den kennt man ja schon. Und verglichen eigentlich mit dem Abrams kann man sagen, dieser Panzer kommt eben auf Rang 5 und ist auch ebenfalls ein Premium-Fahrzeug. Hat auch eine hohe Überlebensfähigkeit, eine bisschen schlechtere Panzerung wie der M1 Abrams, hat aber die gleiche Kanone, ist also auch eine ordentliche Ansage und eigentlich der Unterschied vom XM1GM und XM1C ist, dass die GM-Variante für PC und PS4-Benutzer rauskommt und die XM1C-Version exklusiv für Xbox One, weil das wird dann bald eine neue Plattform für War Thunder und die bekommen da anscheinend irgendeine andere Variante davon. Und ein weiterer Unterschied ist zwischen der GM und C-Variante, dass die GM-Variante einen 1500 PS starken Dieselmotor hat und die C-Variante hat eine Gasturbine. Und der dritte Panzer, der vorgestellt worden ist, ist der Chieftain Marksman. Das ist ein Tier 6 Flakpanzer der Briten mit 35mm Maschinenkanonen und das Besondere an dem ist eigentlich, dass er noch so ein Verfolgungsradar hat. Heißt also, Flugzeuge haben es schwierig auf Tier 6 mit diesem Flakpanzer. Und es wurde auch ein neues Premium-Flugzeug vorgestellt, nämlich das erste rumänische. Es kommt auf Rang 2 und heißt IAR-81C. Und wird im italienischen Flugzeugbaum zu finden sein. Und ist ausgerüstet mit zwei deutschen 20mm Kanonen und hat übrigens sehr viel Munition dabei. Das waren jetzt auch erstmal alle Fahrzeuge, die vorgestellt worden sind in dieser Woche, aber es wurde sogar ein neuer Schauplatz vorgestellt, nämlich Italien. Ist für die Bodenstreitkräfte und sieht ja eigentlich auch ganz nett aus. Aber wie sich die natürlich dann spielen lässt, finden wir im nächsten Update heraus. Und die letzte Ankündigung für heute ist, derzeit läuft ein Tarnanstrichwettbewerb mit dem Thema Fußballcamouflage und der geht vom 24. Mai bis zum 3. Juni. Wie gesagt, das Thema ist Fußball und die ersten drei Gewinner bekommen ein Headset, Tastatur, Maus und Mauspad von Rockcat und die weiteren 10 Gewinner bekommen halt eine Woche Premium-Kontozeit. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch ja selbst ein bisschen informieren. Dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Falls ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Und bis dahin viel Spaß beim Zocken.